Eigentlich war der Kongress, was heißt eigentlich, das ist immer noch so, die Herangehensweise war im Prinzip eben auch über Georg Friedrich Knapp zu reden. Wir haben ja davon, da kann man vielleicht auch noch nachher drüber reden, die Ausgabe von 1905 sagt, versucht zu übertragen. Ja, versucht deswegen, weil da leider einige Fehler jetzt in dem Buch sind. Wenn Sie das genau lesen, werden Sie sehen, da sind, obwohl das eine sogenannte professionelle Firma gemacht hat, die dann auch noch behauptet hat, sie hätte das geprüft, sind da trotzdem noch einige Fehler drin. Das ist ein bisschen schade natürlich. Sollte es dann nochmal eine weitere Auflage geben, dann wird man natürlich jetzt versuchen, das auch noch selber zu machen, selber noch zu lesen. Aber es ist auch, ich denke auch trotz den Fehlern, es ist interessant. Ich weiß gar nicht, was Sie, irgendjemand hat mir gesagt, dass am Anfang ist es wirklich schwierig, weil er fängt gleich an mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Begriffen, ja, epizentrisch, apozentrisch, und dass man denkt, und klar, es ist 1905, es gab noch Gold, aber ich denke, es ist ganz genauso, wie er gesagt hat, dass es, sobald man sich das mal durchgelesen hat, wird das Buch unglaublich spannend. Ja, deswegen auch spannend, weil eben es zu der Zeit ja noch einen Goldstandard gab. Und jetzt ist er leider nicht da, sonst könnte der Dirk Ehns gleich übersetzen. Weil ich jetzt ein bisschen stichle gegen die MMT. Ja, die MMT sagt ja immer, wir hätten eine neue Geldordnung seit 1971. Ja, mit der Auflösung des Goldstandards durch die USA, da muss man Georg Friedrich Knapp lesen, wenn man feststellen, Georg Friedrich Knapp hat verstanden, da ist nichts neu. Ja, diese Geldordnung hat sich fundamental nicht verändert seit der Zeit, als Knapp geschrieben hat, also Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich eigentlich nicht viel am Geld verändert, sondern er hat schon die Fähigkeit gehabt, durch dieses Gold durchzugucken und hat verstanden, dass das Gold nicht entscheidend ist, dass das eine Rolle spielt. Ja? Für Akzeptanz und ähnliche Sachen, aber dass das eben nicht entscheidend ist. Und was ich jetzt machen will, ist im Prinzip Ihnen erzählen, wie ich Knapp gelesen habe, ja, und warum ich den Knapp dann so wichtig gefunden habe. Und damit es einigermaßen eindrucksvoll sich anhört, außerdem auch nochmal, um mein Buch zu vermarkten. Was ist eigentlich Geld? Das fängt einfach an und drunter steht dann sozialontologisch fundiert. Das ist solche Sachen, wo Heiner Flassbeck dann normalerweise sofort aus dem Raum geht. Aber wie gesagt, das musste ich machen, weil Sie werden sehen, das ist auch unten bei meinem Buch. Ja, wenn Sie wollen, können Sie das noch kaufen. Es gibt fünf Stück haben wir nur dabei. Aber der Hintergrund ist tatsächlich, ich bin auf den Knapp nicht gestoßen, weil mich Geld interessiert hat, sondern ich bin auf den Knapp eigentlich deshalb gestoßen, weil ich zu der Zeit, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, auch der Meinung war, man braucht eigentlich gar kein Geld. Um die Wirtschaft zu verstehen. Das heißt, also ich bin ganz stark da im Prinzip auch von der Neoklassik gekommen, habe mir das angeguckt und habe dann die Österreicher gelesen und irgendwie fand ich das alles relativ komisch und habe aber mit was ganz anderem angefangen gehabt, das nennt sich Sozialontologie, das hört sich jetzt großartig an, aber um was es da geht, ist das relativ neu. Man hat eine ganze Zeit lang hat man sich eigentlich mit der Frage, was etwas ist, was etwas ausmacht, und das ist jetzt schon Knapp. Knapp redet in der ersten Seite davon, es geht ihm darum, über die Seele des Geldes zu reden. Kann man heute nicht mehr sagen, ja, oder früher hat man auch gesagt, das Wesen von irgendetwas, was macht das im Kern aus? Und eigentlich ist das jetzt sozusagen mit einem neuen Wort wieder das, was man Ontologie genannt hat, nämlich nach den Wesenseigenschaften von bestimmten Gegenständen zu fragen. Die Sozialontologie sagt eben halt, es gibt auch soziale Entitäten. Es ist also nicht so, dass alles auf Menschen und menschliche Intentionen und Wünsche sowas zurückgeführt wird, sondern es gibt Entitäten, die sind nicht unabhängig von Menschen, aber sie haben eine Wirkung. So hab ich im Prinzip das angefangen, das hat mich eigentlich am meisten interessiert gehabt. Und dann bin ich halt irgendwann mal drauf gekommen, ob es ohne Geld funktioniert, das mit der Wirtschaft relativ schlecht. Und dann habe ich Knapp gelesen. Ja. Und was lese ich dabei Knapp? Ja, gleich auf den ersten Seiten steht es so dran. Ja, er ist insgesamt immer unglaublich knapp und präzise und sagt dann einfach, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, das seinen Gebrauch regelt. Punkt. Weiß nicht, ob sich das jetzt revolutionär anhört, für mich war es eigentlich ungeheuerlich, ja, weil das muss man einfach sehen, das ist ja auch heute noch so, Geld wird im Großen und Ganzen als eine Ware betrachtet.
Ja, das ist ein Tauschmittel, eine bestimmte Ware. Und er sagt einfach, Geld ist ein Geschäft der Rechtsordnung, das seinen Gebrauch regelt. So, und die meisten Leute sagen, das ist falsch. Er sagt es selber auch. Er sagt, er versteht das ganz gut, dass die alle Leute das so sagen, weil das ist so intuitiv einleuchtend. Jetzt muss man sehen, beim Goldstandard war das natürlich noch einleuchtender, als es das gab. Und dann fängt er eben an und sagt, nein, wir müssen uns die Rechtsordnung angucken. Er hat aber einen sehr weiten Begriff der Rechtsordnung. Es sind nicht nur Gesetze, es ist auch so... was man normalerweise in bestimmten Kontexten tut, ja, er nennt das eine regimentale Ordnung. Und aus der Sozialontologie, und deshalb war das für mich so wichtig, wird man eben sagen, Geld ist eine Institution. Ja, es ist etwas, das durch Menschen, durch Normen, durch Regeln, durch Gesetze gemacht worden ist und eben aber ganz wichtig eben der Staat. Deshalb auch staatliche Theorie des Geldes. So, jetzt müssen wir da ganz kurz durch. Machen wir ganz kurz, Institution, was ist das eigentlich? Ja, Martin Höppner ist jetzt noch nicht da, der hat auch ein bisschen andere Dings. Der ich zuneige, der Richtung, die sagt, Institutionen sind eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, habe ich Ihnen gesagt. Alles Sachen, die irgendwie von Menschen gemacht werden, von Staat bis über eine Heirat, bis zum Feiertag, sind alles Institutionen. Und das ist auch nicht so, dass man die sich wegdenken kann, das gibt es wirklich alles. Ja, wer verheiratet ist, weiß das. Manchmal angenehm, manchmal nicht angenehm, aber auch die Heirat, die Ehe, das gibt es alles. Ja? So. Und, aber es sind ganz offensichtlich, wie man so sieht, ganz unterschiedliche Sachen. Also man kann nicht sagen, Institution ist eine Sache. Und aber das Interessante, das Wichtige ist halt, Institutionen sind halt nicht nur, wie man gesagt hat, Regelwerke, weil ein Feiertag ist kein Regelwerk. Zum Beispiel, ja. Hat zwar was mit Regeln zu tun, aber es ist kein Regelwerk. Heiligabend ist kein Regelwerk, sondern Heiligabend ist Heiligabend. Ja. So. Und wichtig ist, sind eigentlich drei Sachen, was eine Institution ausmacht bei all diesen unterschiedlichen Dingen. Sie erfüllen eine Funktion. Ja. Sie verpflichten die Akteure, die da am weitesten sind, beteiligt sind, dazu ganz bestimmte Handlungsweisen unter ganz bestimmten Umständen zu realisieren. Da sind wir wieder bei dieser Rechtsordnung. Man muss etwas tun. Ja, man darf etwas tun, aber es ist geregelt. Und das Dritte, aber das Entscheidende ist auch, und deshalb war das bei dem Gold natürlich schon eine Rolle, es bedarf der Akzeptanz durch die Akteure. Wenn die Akteure nicht hören, ja, wenn ich sage, also ich bin immer der Staat, ein Beispiel habe ich glaube ich schon mal gesagt, das ist meine Lieblingsrolle, ja, wenn der Staat irgendwas sagt, er soll irgendwas tun und der Akteur tut es nicht, dann funktioniert es nicht. Also der Akteur muss bereit sein zu hören, er muss es zu machen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Mittel, das muss nicht immer Zwang sein, aber das ist entscheidend. Und wenn man das mal hat, das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, es sind zwei Sachen im Prinzip, es sind Normen und Gesetze, Gesetze im weitesten Sinne, Verordnungen gehören da auch dazu, aber eben halt auch Normen, also wie wir uns verhalten, ohne dass es jetzt irgendwelche geschriebenen Gesetze gibt oder einen Staat gibt, sondern von denen wir uns eben halt leiten lassen. Die kann man sozusagen dann als Soziologe rausfinden, von welchen Normen das Verhalten von Menschen praktisch geleitet wird. So, und wenn man das hat, dann stellt sich die Frage, und so habe ich den Knapp auch gelesen, ich habe den Knapp sozusagen mit dieser Fragestellung gelesen und war dann überrascht, er hat mir zu jeder dieser Fragestellungen eine Antwort gegeben. Was für eine Art von Ding ist es eigentlich? Wie soll man das charakterisieren? Was ist seine Funktion? Ja, welche Normen und Gesetze sind einschlägig? Welche muss man sich angucken, um das verstehen zu können? Und dann auch das weitere Wichtige, was erklärt seine Akzeptanz? Da komme ich gleich noch zurück drauf, wo ich denke, wo er da vielleicht nicht weit genug war. Noch eins dazu, Knapp war kein Volkswirtschaftler. Ja? Wenn wir sagen, oh, der hat keine Inflationstheorie gehabt und der hat überhaupt praktisch nichts dazu zugesagt, wie es, Heiner hat mir nämlich mal gesagt, der Schumpeter hätte gesagt, das sei der schlechteste Geldtheoretiker, den es überhaupt gibt. Ja? Schumpeter hat halt das sich als Ökonom angeguckt und ja, und da hat er nichts dazu gesagt, das stimmt, weil er hat sich mit der Substanz des Geldes beschaffen, hat was gesehen, was Schumpeter nicht gesehen hat. Nämlich hat gesehen, dass der Staat entscheidend ist und nicht etwa, wie Schumpeter geglaubt hat, die Banken. Ja? Gut, aber nochmal, er hat sich mit dieser Frage, er hat sich all, das war sozusagen, so bin ich rangegangen an diese Lektüre. Sorry. Und habe mir das angeguckt. Was ist jetzt? Ne, andersrum. So, und dann hat er im Prinzip zwei Sachen gemacht. Er hat gesagt, Geld ist zunächst mal ein Zahlungsmittel. Es gibt ganz viele unterschiedliche Zahlungsmittel.
Auch das ist interessant, wie vielfältig, wenn man knapp liest, kann man sehen, wie vielfältig diese Zahlungsmittel waren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Schluss, das wollte ich gar nicht lesen, dass, oh Gott, wie ist es in England und in Schweden und in Österreich, weil ich gedacht habe, das ist jetzt echt zu Ding. Aber auch da ist dann, fängt es bei knapp ist so, man fängt an und dann ist man immer wieder mehr fasziniert. Auch der Schluss ist interessant, weil man einfach sieht, es gab wahnsinnig viele unterschiedliche Arten von Gelten. Ja? Das ist heute kaum noch vorstellbar, was es da alles gab, aber es ist auch wieder hilfreich, weil man dann zum Beispiel versteht, was die Italiener machen wollen, wenn sie diese Mini-Bonds machen. Ja, dass das eigentlich eine Idee ist, die kann man eigentlich auch bei knapp finden. Gut, aber er hat als erstes gesagt, das ist ein Zahlungsmittel und hat es dann verglichen. Was ist es? Und hat es verglichen mit, sehen Sie, Mäntel, also die Marken, die man kriegt, die Mäntel, die man zur Aufbewahrung gibt. Oder wie Briefmarken, wenn man einen Brief wegschickt. Ja? Und er hat gesagt, es gibt eigentlich, das ist vergleichbar mit anderen solchen Zeichen, die einem das Recht geben, irgendetwas zu tun. Zum Beispiel mit dem Mantel abgegeben, hat den wieder zurückzufordern. Oder dass ein Brief irgendwo hingeschickt wird. Ja. Sag nochmal was. Und er hat das chartale Zahlungsmittel genannt, weil er der Meinung war, das muss etwas sein, was man von einem zu anderen weitergeben kann. Komme ich nachher noch drauf. Er hat sich auch mit Chiralgeld beschäftigt und fast hat das richtig gekriegt, nur fast, ganz nicht. Er hat nämlich dann irgendwann mal gesagt, das ist kein Geld, wenn man es nicht weitergeben kann, aber gesagt, das ist eine höhere Form des Zahlungsmittels. Ja. So. Das nochmal zusammen, kann man sagen, was er im Prinzip gesagt hat, ist, es ist wie eben die Marke für den Mantel, wie die Briefmarke ist Geld, Geldscheine hat er da in erster Linie im Kopf gehabt, aber auch Münzen. Die Gemeinsamkeiten ist, sie dokumentieren einen Anspruch auf etwas. Derjenige, der das hält, hat einen Anspruch auf etwas. Ja, das ist sozusagen das Entscheidende. Das ist eine Dokumentation. Er hat auch immer gesagt, es ist auch nicht entscheidend, was da draufsteht. Entscheidend ist, was im Recht steht, was Verordnungen sind, was akzeptiert wird. Das ist entscheidend, aber es ist ein Anspruch auf etwas. Ja. Dann hat er das auch gleich definiert und hat gesagt, ja, sie haben die gleiche Eigenschaft, das heißt, es sind Marken, die als Zahlungsmittel dienen. Das ist die Funktion. Es sind Marken, es sind Dokumente und diese Dokumente, die sind anders wie andere Dokumente, wie eine Briefmarke, das sind Zahlungsmittel. Das ist die Funktion. Ja. Dann hat er auch gesagt, was ist die Akzeptanz? Warum wird es akzeptiert? Die normale Antwort ist, hören Sie immer bei allem, das ist Vertrauen. Ja, das Vertrauen, weil die Leute vertrauen, deshalb nehmen sie Geld. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn Sie sagen, warum fahren Sie mit Ihrem Auto und glauben, Sie kommen da an? Weil ich meinem Auto vertraue. Das Auto fährt, weil Sie Ihrem Auto vertrauen. Ja, das ist beim Auto verkehrt und Knapp hat auch gesagt, beim Geld ist es auch verkehrt. Es hat mit Vertrauen nichts zu tun, nicht direkt zumindest, sondern hat in erster Linie was mit dem zu tun, dass der Staat bereit ist, diese Zahlmarken zu akzeptieren, zu Schulden, die er ihm auferlegt hat für Steuerschulden. Und das ist sozusagen das Entscheidende und natürlich, was uns auch stark mit MMT verbindet, ist eben, es gibt kein Geld. Das sind nicht alleine, aber es gibt kein Geld, es gibt kein Zahlungsmittel, das akzeptiert ist, wenn der Staat das nicht akzeptiert zur Zahlungen, die an ihn gerichtet werden müssen. Ja, das war sozusagen seine Antwort auf die vierte Frage. Damit hat er sozusagen, was das Zahlungsmittel angeht, alle Fragen beantwortet gehabt. Also nochmal, Zahlungsmittel berechtigt den Inhaber, Steuerschulden zu zahlen. Primär. Dass es dann hinterher zum Handel benutzt werden kann, beruht auf dieser Eigenschaft von Geld. Das ist eine empirische These, die kann man prüfen, man kann sich angucken, stimmt das? Gibt es auch Zahlungsmittel, haben die sich auch durchgesetzt, die eben nicht Steuerschulden zahlen können? Ja, das kann man sich angucken, ob das korrekt ist oder nicht, das ist eine empirische These. Er hat aber auch schon erkannt, wenn man den mal liest, dann kann man nämlich lesen, kann man nämlich feststellen, dass Keynes schamlos abgeschrieben hat von Knapp. Schamlos deswegen, er hat ihn zwar nicht nur erwähnt, sondern er hat ihn ganz klar gesagt, ganz bedeutend, ganz hervorragend, aber es finden sich Formulierungen, wo der Keynes nicht hingeschrieben hat, ist eigentlich fast ein Zitat von Knapp. Ja, was kann man bei ihm alles finden? Er hat gesehen, dass das eine Recheneinheit ist und wie gesagt, auch alles, muss man immer sehen, zum Goldstandard, sagt er, der natürliche Mensch ist Metallist. Der theoretische Mensch hingegen ist genötigt, Nominalist zu werden. Denn es ist nicht allgemein möglich, die Werteinheit als Metallmenge zu definieren. Das muss man alles jetzt wieder übersetzen. Es ist nicht nur als Metallmenge. Wir haben eigentlich dieses Denken dieser Metallmenge haben wir heute ersetzt durch so etwas, wie das heißt, Geld repräsentiere Waren. Ja, das ist ein bisschen abstrakter geworden, weil offensichtlich haben wir ja keine Goldwährung mehr, aber man möchte von dieser Fiktion, es hat mit Waren, das ist irgendwie, steckt da eine Ware dahinter. Ja? Irgendwie
haben Sie ja bei unserer Target-Diskussion auch mitgekriegt, dieses, da steht eine Forderung, da muss irgendwie was dahinter stehen. Irgendetwas Richtiges, Echtes, Wirkliches muss mir gehören. Und da hat er eben schon gesagt, nee, es ist nicht korrekt und ist auch sozusagen nicht nur Metall nicht korrekt, sondern ist auch heute nicht korrekt, da steht keine Ware dahinter. Ja, man hat nicht per se ein Recht auf eine Ware. Das ist ganz kurz, er hat also im Prinzip gesagt, die Währung ist ein Maßstab für die Quantifizierung von Ansprüchen zwischen Subjekten, Wirtschaftssubjekten, und zwar eben halt von Schulden. Ja? Von Schulden und was, das muss irgendetwas sein, Schulden, die quantifizierbar sind, kommen wir gleich noch drauf, was das ist. Und er sagt das auch nochmal ganz deutlich, er sagt, warum gibt es diese Werteinheit? Die Werteinheit gibt es nur deswegen, weil es eben unser Lieblingsthema, ja, der hat keine Angst gehabt vor dem Wort, weil es eben Schulden gibt. Nur weil es Schulden gibt. Da sind schöne Passagen drin, wie er früher auch was anderes geglaubt hat, warum er das revidieren musste, dass das auch alles komisch ist. Aber dass, wenn das mal definiert ist, dass es da Schulden gibt, dann gibt es sozusagen immer eine Fortsetzung und es kommt uns ganz natürlich vor, dass irgendetwas kostet und dass man Schulden mit begleichen kann. Aber intuitiv, das schreibt er selber auch, ist immer noch so dieses ungute Gefühl. Ja, dass das nominal ist, das ist komisch, das muss doch irgendwas muss das sein. Und wie gesagt, da kommen dann auch immer noch die Warenkorb-Ideen her, die es bis heute gibt. Ja, das heißt also, ihre Funktion besteht darin, diese Recheneinheit, Ansprüche bzw. Schulden zwischen Subjekten zu quantifizieren. Ja, hört sich kompliziert an, aber bedeutet nichts anderes wie, Sie gehen einkaufen, haben ein Auto gekauft, das Auto kostet 30.000, das ist quantifiziert. Und zwar quantifiziert, das ist 30.000 Euro. Und da fragt kein Mensch, wie viele Äpfel sind das jetzt? Ja, oder muss ich jetzt gucken, 40, 140 unterschiedliche Waren, was das ist? Nein, jeder weiß, was das heißt. Ja, das Auto kostet 40.000, das Auto kostet 70.000, das Auto kostet 20.000, das Auto ist mir zu teuer, das Auto ist mir zu billig. Ja? So, und er sagt dann auch ganz klar, wie das funktioniert, das ist jetzt übrigens, wo ich sage, wo Keynes abgeschrieben hat, aber es nicht direkt gesagt hat. Ja, er sagt genau das Gleiche. Er sagt, die Rechtsordnung gibt einen Namen für diese Werteinheit. Zum Beispiel gab es mal Deutschmark, erinnern sich manche vielleicht noch dran. Ja, dann hat der Staat festgesetzt, es gibt eine neue Werteinheit. Die Werteinheit heißt Euro. Ja, und er sagt, das ist, er setzt fest, es gibt eine Geltung dafür, wo irgendwelche Dokumente sind, wo diese Recheneinheit drauf ist, das berechtigt dich, Schulden zu bezahlen. Ja, und mehr ist da nicht. Hier war er der Meinung, dass eigentlich für die Akzeptanz dieser Recheneinheit alleine ausreicht, dass man hier bestimmte Normen hat. Da würde ich sagen, da hat er einen Punkt vergessen, der kommt bei ihm nicht vor Inflation, aber das ist sicherlich ein Thema. Wenn diese Werteinheit dauernd schwanken würde, rauf und runter, hin und her schwanken würde, dann würde die sich für diese Funktion eben Schulden zu bezahlen nicht mehr eignen. Das hat er aber, da hat er dazu gar nichts gesagt. Er hat sich eigentlich allein auf diese Norm verlassen. Ja, dann jetzt zusammenfassend, Geld ist eigentlich eine Recheneinheit auf der einen Seite und auch ein Zahlungsmittel. Man muss aber unterscheiden zwischen Zahlungsmittel und Recheneinheit. Recheneinheit habe ich schon gesagt, Maßstab für die Quantifizierung von Schulden, ja, auf ein Gut, gegeneinander und als Zahlungsmittel, das ist das Entscheidende, habe ich schon gesagt, ist eine Dokumentation. Und das Entscheidende ist, die eben in dieser Recheneinheit denominiert ist. Auch das hört sich komplizierter an, wie es ist. Bei Geldscheinen ist offensichtlich, es steht einfach da eine Zahl drauf. Ja? Und der Geldschein ist ein Schein, ist ein Dokument, muss man rechtlich nachgucken, was das ist. Und da steht diese Zahl drauf und diese Zahl, dafür kann man Schulden vergleichen. Abstrakter wird es natürlich, wenn es zum Girokonto wird. Wie gesagt, das hat er nicht mehr als Geld gesehen, weil er gemeint hat, Geld muss schon irgendwas, ein Dokument sein, das anfassbar ist. Da müssen Sie mein Buch dazu lesen. Da steht eben drin, das war ein Fehler. Es gibt eben halt auch Objekte, die nicht raumzeitlich lokalisiert sind. Ja, und das ist halt das Girokonto. Aber wie gesagt, er hat auch beim Girokonto durchaus schon erkannt, dass es ein Zahlungsmittel ist. Und er hat eigentlich gesagt, das könnte sogar die nächste Stufe des Zahlungsmittels sein, die höchste Stufe. Ja. Was es damals noch nicht war, sondern da war das nur innerhalb von Banken, in Bankkreisen. Ja, das heißt, jetzt sozialontologisch, das Zahlungsmittel, die Recheneinheit ist eine Konstituente, das heißt ein Teil dieses Dokuments. Sie brauchen diese Recheneinheit, ohne Recheneinheit ist dieses Dokument nichts wert, sozusagen. Ja. Gut, nochmal zusammenfasst kann man also sagen, Geld ist die Dokumentation
von in Währung denominierten Ansprüchen, die es erlauben, Geldschulden an den Staat und eben dann eben auch also in seinem Geltungsbereich auferlegt hat, zu bezahlen. Und erst dann sozusagen wird Geld auch verwendbar für kommerzielle Transaktionen, sobald eben der Staat das als Zahlungsmittel an sich akzeptiert. Ja. Aber es ist auch da ein Schuldenmittel. Da habe ich auch schon oft gefragt worden, ist es nicht ein Tauschmittel? Nein, es ist nicht primär ein Tauschmittel. Selbst wenn Sie in einen Supermarkt gehen, schließen Sie, ohne dass Sie das wissen, einen Vertrag ab, ja, nehmen Schulden auf sich und dann können Sie heutzutage schon Ihre Kreditkarte reinstecken. Das ist aber der gleiche Vorgang. Und eben diese Geldschulden begleichen. Es ist immer der Schritt von einem Vertrag, von einer Vereinbarung, von Schulden und dann der Bezahlung von Schulden eben durch dieses Zahlungsmittel Geld. Habe ich schon gesagt, es geht einfach darum, also die Funktion ist, Schuldverhältnisse aufzulösen. Das ist die Funktion von Geld. Das hatte ich auch schon. Ja, und nochmal die Akzeptanz von Geld, nach knapp auf jeden Fall. Ich denke natürlich, dass das richtig ist. Beruht in erster Linie auf etwas, was man ungern hat, ja, nämlich Macht. Macht des Staates, Steuern zu erheben und eben ihre Bezahlung zu erzwingen. Ja, das ist knapp. Noch 2 Minuten, danke. Ja, also das ist knapp, reden über Zwang, ist auch eine Geschichte, über die man ungern redet. Ja, deshalb hat man lieber diese Geschichte von dem Vertrauen. Ja, also Vertrauen sei ausschlaggebend. Aber natürlich ist das Vertrauen sozusagen, das Vertrauen muss irgendwie herkommen, nämlich von der Funktionsfähigkeit. Sie vertrauen etwas, das funktionsfähig ist. Und das ist seine Antwort, ist funktionsfähig ist es nur, wenn man eben staatliche Schulden in erster Linie eben Steuern damit bezahlen kann. Ja, damit bin ich also sozusagen super gut in der Zeit. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe dann das Wort jetzt an Herrn Nanninga weiter.